ganz banal klingt das jetzt. Willkommen im neuen Video. Aber es ist einiges an Informationen da drin. Und zwar geht es um Schornsteinabdeckungen. Klingt erstmal völlig einfach, weil man denkt, klar, es ist halt irgendein Dach auf dem Schornstein. Aber es ist schon einigermaßen, muss man einiges wissen, damit man nichts verkehrt macht. Ich habe jetzt hier einfach mal so drei Rechtecke gezeichnet. Das sollen natürlich drei Schornsteinköpfe sein. Und ich würde euch jetzt mal erstmal grundsätzlich erzählen, was ist denn überhaupt eine Schornsteinabdeckung? Eine Schornsteinabdeckung ist immer dann da, wenn ich entweder über der Mündung, ich mache jetzt mal eine Regenhaube drauf, ja, über der Mündung ein Dachstein habe oder so ein geschwungenes, das habe ich natürlich genau verkehrt gemalt. So muss es sein. So einen geschwungenen Napoleon-Hut. Das ist auch eine Schornsteinabdeckung, das gibt es natürlich auch als gerade Variante. Es gibt die Dinger auch drehbar, das kriege ich natürlich jetzt schlecht gezeichnet, oder so eine Kugel. Ja, Airmaster meistens genannt. Das alles bezeichnet man als Schornsteinabdeckung. Wann macht man das? Beziehungsweise warum macht man das? Also grundsätzlich, eine Schornsteinabdeckung ist nichts Gutes. Es ist eine Notbehelf. Weil ein Schornstein normalerweise die Feuchtigkeit, die sich bildet über die Witterung oder eben über Kondenswasserbildung, aushalten muss. Aber es kann bestimmte Situationen geben, wo es Sinn macht. Starkwettergebiet. Wenn ihr permanent Regenfälle habt und der Schornstein unten, ganz unten, schon nass wird, dann sollte man natürlich über eine Schornsteinabdeckung nachdenken. Ist das nicht der Fall, sondern nur im oberen Drittel irgendwie mal ein bisschen Feuchtigkeit, spricht das noch nicht dafür, dass man es unbedingt machen sollte. Das muss man sich dann im Einzelnen angucken. Wichtig ist halt einfach nur, wenn ihr so ein Ding da drauf setzt und habt feste Brennstoffe, bei flüssig, gasförmig mache ich extra, bei festen Brennstoffen habe ich einfach mal das Problem, jede Art der Haube, egal was ich mache, die Rauchgase klatschen hier oben an und werden in der Regel nach unten gedrückt. Es könnte also mit einer Abdeckung immer ein bisschen Stress mit dem Nachbarn geben, das ist ein Problem. Was aber auch passiert ist, die Hauben sind kalt und gerade im Anheizvorgang, also wenn ich anfange, steigt hier auch keine heißen Abgase hoch, sondern die sind lauwarm. Und die werden hier für die Kondenswasserbildung sorgen, was wiederum in den Schornstein tropft. Das heißt, ich könnte mir mit einer Regenhaube oder einer, so einer Abdeckwelle das Problem vergrößern, was ich habe, und nicht verkleinern. Das ist auch schon mehrfach vorgekommen, dass die Kunden dann dachten, sie haben da irgendwie Versottungserscheinungen. Tatsächlich war es aber eben einfach nur Regenwasser, weil es eben mal richtig stark geregnet hatte, haben sie so ein Ding da drauf gepflanzt und das Problem wurde immer größer. Das kann wirklich passieren. Ich würde immer raten, wenn ihr prüft einfach, wenn unten im Schornstein Nässe ankommt, dann macht so ein Ding Sinn. Es macht keinen Sinn, wenn nur oben ein Drittel Feuchtigkeit auftritt, weil das ist meistens Kondenswasser, was ausfällt und sich an den Rändern niederlegt, Kohäsion, Adhäsionskräfte, ja, an den Rändern niederlegt und dann nach außen drückt. Dann müsste man eher über eine Sanierung nachdenken. Kann auch eine Kombination werden. Aber es sind Einzelfälle. Diese Teile hier, davon halte ich gar nichts. Also irgendwelche drehbaren Sachen, die Zug erhöhen sollen, weil nichts erhöht den Unterdruck, außer Unterdruck. Nämlich durch Temperatur oder durch einen Lüfter, also einen Saugzuggebläse. Wenn ihr hier so ein Ding da drauf setzt, ist das abhängig von Wind, also von Witterung, von Faktoren, die ihr nicht beeinflussen könnt. Das kann mal gut gehen, aber es kann eben auch mal richtig scheiße laufen. Dann haben die auch noch das Problem, dass die gelagert sind und durch Ruß setzt sich das alles zu. Das heißt, es ist ein bisschen wartungsanfällig. Und für 400-500 €, was die Teile da gehandelt werden, ist das wirklich Unsinn. Ja, wenn ihr den Unterdruck erhöhen wollt, Schornsteinerhöhung, ja, das ist die eine Variante, oder ein Rauchsauger. Alles andere ist eigentlich was für die Kindergartengruppe. Hier sowas. Augenwischerei im Normalbetrieb. So, das sind so also die drei Varianten. Bei flüssigen Brennstoffen, gasförmigen Brennstoffen, ist es mittlerweile bei Brennwert immer verboten, eine Haube darüber zu machen. Grund ist, genau den ich hier beschrieben habe, die Rauchgase sind lauwarm, also bei Gas reden wir über 60, 80 Grad, die hier hochsteigen oder hochgezogen werden, wie auch immer, oder gedrückt werden. Die schlagen an die Haube an und würden, die gibt es ja nicht, würden an die Haube anschlagen und dann würde es im Winter unter Umständen zu Vereisen kommen. Und dann würde natürlich die Therme ausgehen, weil sie keine Luft mehr gibt, weil hierüber ja auch die Luftversorgung erfolgt. Also flüssige gasförmige Brennstoffe ist eigentlich tabu, eine Haube drauf zu machen. Und bei festen Brennstoffen immer mit Vorsicht. Also immer mit der Prüfung, macht das Sinn. Bei so einer Haube hier
sage ich noch, ja, wenn ich auch die Intention habe, den gesamten Schornsteinkopf zu schützen. Wenn der also irgendwie der Beton oder die Steine schon angegriffen sind, dann kann das schon Sinn machen, den komplette Haube drüber zu machen, damit der gesamte Schornsteinkopf gesichert ist. Nur muss man dann eben wissen, ich habe ja häufig hier aus dem Schornstein rausstehend, aus der Mündung rausstehend, irgendwelche Bleche oder einen Stein, der da rausguckt, als Erhöhung. Erstmal ist wichtig, zwischen dem Austrittspunkt und der Haube müsste es ungefähr 1,5 mal Durchmesser sein, die Entfernung. Ne? Das ist eine Faustformel. Wenn es 1,3 mal sind, wird keiner was sagen, kein Problem. Ist es aber weniger, kann es immer passieren, dass die Rauchgase anklatschen, sich da oben sammeln, nicht abziehen können, weil kein Wind weht oder was auch immer, und dann drücken sie zurück. Die nächste Geschichte, wo man darauf achten muss, ist, dass es hier trotzdem eine kleine Aufkantung gibt, weil wir haben zwar häufig genug normalen Regen, aber wir haben mittlerweile auch ordentliche Regenfälle und da regnet es nicht nach so, da regnet es so. Ja, und dann landet hier drauf auch Regenwasser und durch Wind, der dann auch gleichzeitig da ist, bläst mir die ganze Wasser natürlich wieder in den Schornstein rein. Deswegen brauche ich um die Öffnung immer eine kleine Aufkantung, damit das eben nicht passiert. Genau das gleiche mit Schnee. Schnee fällt nicht senkrecht vom Himmel, sondern es wird im Wesentlichen durch Wind auch mal unter so eine Haube getragen. Es taut irgendwann, spätestens wenn ihr den Ofen anhabt, taut das weg. Und wenn ihr hier keine Aufkantung habt, läuft euch die ganze Brühe wieder rein. Da habt ihr auch nichts gekonnt. Nur sollte halt die Aufkantung hier nicht sehr hoch werden. 5 bis 10 cm reichen da völlig aus. Gut, das ist das, was mir zur Schornsteinabdeckung einfällt. Wenn ihr weitere Fragen habt, wie befestige ich so ein Ding und so weiter, das sind also spezielle Fragen, die wieder mit dem speziellen Produkt zu tun haben, die will ich hier nicht beleuchten, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ihr könnt uns gerne auch einen Link schicken, was wir von irgendwelchen Produkten halten. Wir fällen in der Regel auch harte Urteile und keine irgendwelchen Milchmädchenrechnungen und geben da Empfehlungen ab, auch ohne, dass wir davon profitieren. Ja? Und schreibt die gerne rein in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und das Glockensymbol nicht vergessen, sonst sehen wir uns ja nie wieder. Gut, das war's von mir. Bis dann.